Willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Jo, das letzte Mal haben wir ein bisschen das Item-Management walten lassen. Das war auch bitter nötig. Schaut euch an, wie schön ich aufgeräumt habe hier. Ich habe mir Pfeile geholt, ich habe sie in die Shortcuts gestellt. Ich habe ein überschaubares Inventar. Es sieht alles so wunderschön aus. Und wunderschön ist bestimmt auch unser Gary. Hallo. Hallo, natürlich. Hey. Wunderschön heute. Ja, muss ja auch mal nett sein, ne? Zwischen all dem, Gott, was ich dir antue. Ich wollte nur gerade noch sagen, wie lange das wohl so bleiben wird schon. Ja. In weiser Voraussicht gebe ich ihm schon mal einen schönen Panzer, damit er ein bisschen länger überlebt. Das Denn er muss jetzt mit den Seeleuten reden und ihnen sagen, sie sollen für uns Kanonenfutter darstellen. Ach, das für die Fantastischen Fünf. Klappt bestimmt, das klappt bestimmt. Okay, machst du Louis? Sieht aber cool aus. Achso, ich kann ja mitgucken. Ist das überhaupt der Richtige oder ist es egal, wen man anspricht? Ich denke mal, es ist egal, waren für alle drei, oder? Mhm. Habt ihr schon eine Arbeit für uns gefunden? Wir machen alles, wirklich. Tja, was das angeht. Die Fantastischen Fünf, hä? Das klingt nach genau der richtigen Gelegenheit für drei kräftige Freibeuter wie uns. Wir machen uns sofort auf den Weg. Vielen Dank. Ja, und zur Info, Leute, ja, falls ihr euch wieder wundert, wir waren im letzten Part noch woanders, aber wir sind halt hier hingelatscht, ne? Also es ja, fehlt das nichts. Ja, sind 5 Meter, Leute. Ja. Also, keine Angst. So, und wir haben einfach nochmal ins Log geguckt und gesehen, dass wir denen ja noch nicht Bescheid gesagt haben. Ja. Haben wir irgendwas von denen bekommen? Nein, aber eine Errungenschaft. Naja. Wirklich? Ja, gab's dafür. The world needs guts. You found a job for the unemployed with a Fabulous Five. Ja, geil. Ah, dann könnte man die wahrscheinlich auch den anderen zugutekommen lassen. Mhm. Hier ist übrigens Konrad, ich habe ihn gefunden. Hallo Konrad. Mit dem wollten wir doch reden, wegen dem Schiff und wegen dem Stab. Perfekt. Dann können wir die wahrscheinlich auch den anderen, also noch jemand anderem zugutekommen lassen und kriegen andere Achievements. Das ist auch interessant. Gut, cool. Dann bitteschön. Konrad. Ja, kannst du auch wieder machen. Ach so. Ja. Ach so. Ahoi, Seemann. Wie bekommt euch die frische Meeresluft von Cysial? Ja, über den Stab, ne? Ja. Was wisst ihr über den Stab des Pergamon? Tja. Dieser Cecil ist schlimmer als ein Gockel. Prahlt in der ganzen Stadt mit Dingen herum, von denen er wissen sollte, dass sie besser geheim bleiben. Nun gut, wenn ihr von dem Stab wisst, dann wisst ihr sicherlich auch, dass er spurlos verschwunden ist. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo er ist. Über Bord gegangen, gestohlen oder er hat sich in Luft aufgelöst. Ich will aber auch, dass wir ihn wiederfinden. Schließlich habe ich einen Ruf zu verteidigen. Es wäre keine schlechte Idee, einige meiner Leute zu befragen. Ich habe es versucht, aber Seeleute sind recht schweigsam, wenn sie befürchten, dass sie sich gegenseitig Probleme bereiten könnten. Seemannskodex, wisst ihr? Man haut sich nicht gegenseitig in die Pfanne. Okay, sonst haben wir schon mal mit uns. Ja, ne? Hammer, den Rest. War's das? Müssen wir halt mit den Seeleuten nochmal quatschen. Okay. Die Frage ist, mit Leuten, die Seemann heißen, wie der Typ, der neben uns steht, mit dem du gerade redest, oder mit Leuten, die Namen haben. Also auf jeden Fall... Wie der Marv. Da steht Marv. Okay. Was sagt er? Ich frage ihn mal schnell. Was wisst ihr über den Stab des Pergamon? Ich war zu sehr damit beschäftigt, den Feuerbällen auszuweichen, aber fragt mal herum. Vielleicht hat einer von den anderen was gesehen. Okay, er ist es schon mal nicht. Ja, ich würde sagen, red mal mit Marv. Okay. Ich glaube, der hat uns noch nichts gebracht, noch nichts Ordentliches. Mhm. Da ist er. Bei den Sieben, es gibt nichts Schöneres. Ja, ja, das wissen wir schon. Was wisst ihr über den Stab des Pergamon? Haha. Siehst du? Jetzt, wo ihr es erwähnt, Dietmeister, ein Händler, der mit uns reiste, und ich hab's gesehen, wie er während des Angriffs eine versiegelte Kiste von Bord schleppte. Ich dachte, er würde nur mit seiner persönlichen Habe fliehen, aber es kann schon sein, dass es der Stab war, von dem ihr sprecht. Oh Gott, ich will diesen Stab haben, John. Ja. Jetzt. Wisst Bevor ihr, wir zu dem Roboter gehen. Wir können's probieren. Wisst ihr etwas über diesen gewissen Dietmar? Ja. Ich habe gesehen, dass er vom Schiff abgehauen ist. Aber wo er jetzt ist, keine Ahnung. Bei solchen Sachen weiß Kapitän Konrad Bescheid. Okay. Also wieder zurück. Hin und her. Ein Katz-und-Maus-Spiel hier. So, Conny. So. Einer eurer Männer sah, wie Dietmar sich mit einem Paket davonmachte. Was? Diese Ratte hat ihn bestimmt. Aber ich sage euch dies, ich habe mit niemandem an Bord über den Stab gesprochen. Wenn er ihn gestohlen hat, muss er gewusst haben, dass der Stab an Bord ist. Noch bevor er einen Fuß an Deck gesetzt hat. Aha. Ich wusste ja was über den Angriff.
Er wird mit Sicherheit fliehen, wahrscheinlich mit einem Boot. Ich würde an einem versteckten Strand nach ihm suchen. Wahrscheinlich ist er jetzt dort und versucht, ein Boot zum Wasser zu lassen, wenn er nicht schon geflohen ist. Okay, oder? Dann müssen wir mal einen versteckten Strand suchen. Gibt ja sicher nicht so viele davon. Och, nö, bestimmt nicht. Ist ja auch nicht irgendwie, dass die versteckt sind oder so. Ja. Gehen wir trotzdem noch ins Lagerhaus? Ja, klar. Können wir uns wenigstens mal kurz umgucken. Mhm. Und dann, ja, dann würde ich sagen, müssen wir irgendeinen versteckten Strand finden. Wo ist denn hier ein versteckter Strand? Ich weiß wo, John. Ja? Schau mal auf die Karte. Ich hab's markiert. Das sieht so verdächtig aus, diese Landzunge, die da raus, sich da rauszieht. Ach, damals, da? Ja, versteckter Strand, ja. Ja, ich hab's dran geschrieben gerade, das ist von mir. Ach so. Das ist vom Spiel. Aber könnte wirklich sein, ich meine, da war ja auch noch nie was, ne? Ja, vor allem, es sieht aus, als würde da noch ein Weg hingehen. Also, können wir zumindest mal gucken. Ja, wir ziehen Geheimnisse der Schriftrolle. Malachiten und Kristalle liegen hier rum. Oh, lecker schönes Zeug. Silberamulette und Gemälde und Gemälde und noch mehr Gemälde. Ich will da rein. Warte mal, wo bist du jetzt hingelatscht? Ich bin ganz alleine. Im Lagerhaus, John. Aber. Moira läuft hier rum. Florius läuft hier rum. Unteroffizier Curtius. Leider kommen wir nicht durch die Tür. Horatius, oh mein Gott, die haben alle Namen, müssen mit allen reden, John, oh Gott. Okay. So, jetzt bin ich auch mal da. Ich bin eine Orientierung, ich liebe es. Ach, und hier haben wir die verzauberte Orkin. Aha. Mit Marius. Hier kommen wir dahin, hier kommen wir zu dahin. Ach so, okay. Lass uns erstmal mit dem Unteroffizier reden, das sieht aus, als wäre hier der Wichtigste. Alles klar. Der Curtius, ja. Mhm. Okay, seid gegrüßt, Quellenjäger. Ich verstehe. Ich bin Feldwebel Curtius, stolzer Beschützer dieses Lagerhauses der Legion. Aha. Ja, die zwei, oder? Ja, was genau befindet sich in dem Raum? Dies ist ein Lagerhaus für Vorräte der Legion. Vielleicht das wichtigste Gebäude im ganzen Königreich. Und das ist nicht nur meine Meinung. Und ich, Feldwebel Curtius, wurde damit betraut, es zu bewachen. Er ist ziemlich stolz drauf anscheinend. Also nichts wirklich Wichtiges, Ja, frag ihn nochmal nach ihm, oder? Ja, sind wir mal so nett. Curtius ist mein Name und die Legion ist meine Berufung, ich merk's schon. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Zum Handel, was hat er da für einen Ring? Ja. Hat er einen schönen Ring? Ja, der bringt nix. Ich würde jetzt aber gerne erstmal mit der Orkin reden. Ja. Mit jemand anderem reden. Genau. Ach, geh weg. Geh Bye. Weg. So. So, wo ist die Orkin? Hier hinten. Das war die, die mich die ganze Zeit vollgestöhnt hat, als wir hier an dem Haupttor waren. Ach, ja, die stöhnt immer noch. Oh Mann, was für ein Helm. Ist das überhaupt ein Helm? Nicht so wirklich. Die Hörner sind normal an den. Ne? So. Okay, okay. Redst du mit ihr? Okay. Mhm. Ja. Vor allem Schnurr ist auch schön. Ja, das hat sich gelohnt. Ja. Mal gucken, was die anderen dazu sagen. Ja, Marius vielleicht? Ah, wer wäre besser geeignet als ein bewährter Ork-Schlechter, um meinen Dummkopf von einem Freund zu überzeugen, dass Orks Raubtiere sind und keine Haustiere? Den machst du. Ja, genug, ich weiß, wie gefährlich Orks sein können, aber diese hier ist geläutert. Jeder kann sehen, dass sie absolut gefügig ist. Oh, oh, oh. Aber mein voreingenommener Freund will hier will sie dennoch töten. Ich hasse mein Kopfkino. Aber egal. Yeah. Okay. Wie kommen wir jetzt auf den vierten Punkt? Ja, frage ich mich auch. Er hat gesagt, sie ist gefügig. Wir haben nichts von dem Trunk gehört. Wir haben anscheinend eine unglaubliche Empathie. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Wollen wir erstmal sachte anfangen und erzählen ja, von ja, euch? Vor dem großen Angriff der Orks hatten wir vielleicht genügend Zeit, um uns auf Ninjus idiotische Ideen einzulassen. Aber jetzt werden wir auf unseren Posten gebraucht. Ich kann kaum glauben, dass ich meine Zeit damit verschwende, einen Ork zu beschützen, wo ich sie doch aufspießen sollte. Entschuldigt die Gewaltausbrüche meines Freundes. Er ist längere Zeit nicht mehr in den Genuss der Berührung einer Frau gekommen. Darum ist er ein wenig gereizt. Das ist böse. Eine Berührung eurer Frau ist auch nicht wie ein liebevolles Streicheln, sondern wie eine Kralle, die sich durch den Hals bohrt. Ich versuche lieber als Junggeselle mein Glück. Vielen Dank! Ja, was hast du jetzt eigentlich mit dem verzauberten Ork auf sich?
Ich find's gut. Mein Freund und ich patrouillierten vor der Stadtmauer, als ich dieses entzückende Orksfräulein am Ufer entlang schleichen sah. Eine Sekunde lang, die mir vorkam wie eine Ewigkeit, blickten wir uns in die Augen. Das wird jetzt aber echt... Vielleicht wurde sie durch die Schmetterlinge in ihrem Bauch verwirrt. Jedenfalls sprang sie auf und lief mit gefletschten Zähnen auf Marius zu. Zu seinem Glück war ich geistesgegenwärtig genug, mein Schwert stecken zu lassen und ihr stattdessen meinen Beutel mit Plunder zuzuwerfen. Er ist hoffnungslos, ganz hoffnungslos, der Kerl. Ich habe ihr ein Fläschchen mit Liebestrunk auf dem Kopf zerschlagen. Und als sie sich umdrehte und mich ansah, verliebte sie sich sofort in mich. Funktioniert das heutzutage so? Ich dachte, das muss man trinken, aber okay. Reicht vielleicht, wenn man es an den Kopf bekommt. Ja gut, die hat wahrscheinlich einfach nur ein Schädeltrauma oder so. Ja, wahrscheinlich. Die weiß nicht genau, was vor ihr ist. Sie muss irgendwie gezwungen worden sein, sich der Orkschen Armee anzuschließen. Eine Dame mit so einem niedlich wilden Benehmen hätte sich diesen scheußlichen Marodeuren niemals freiwillig angeschlossen. Oh Gott. Ich kann euch versichern, dass in diesen mörderischen Augen keine Spur von Lieblichkeit lag, als sie nach meiner Kehle griff. Sie ist jetzt zwar hier eingesperrt, aber wer kann schon sagen, ob sie nicht versuchen wird zu fliehen und jemanden Fetzen zu reißen? Ja, okay. Der Liebestrunk erstmal. Ja, genau. Erzählt uns mehr davon. Eskalieren lassen. Ah, ich habe mich schon immer für Alchemie interessiert. Als ich in einem Periodikum der Zauberer von Yutul Gor von einer Möglichkeit las, mein Leben zu verändern, musste ich schnell handeln, um das Geschäft meines Lebens zu machen. Das klingt aber echt nach so einer Quacksalberei. Abzocke, ja. Ich glaube echt, die hat einfach nur einen Kopftrauma oder sowas. Ich forderte ihren weltberühmten Liebestrunk an, der nur für eine bestimmte Zeit verfügbar war. Und er hat genauso funktioniert wie versprochen. Aha. Ja. Seht ihr, was für ein Trottel mein Freund war? Er hat sein ganzes Geld für Schlangenöl ausgegeben und jetzt bringt er ein ruhig gestelltes Monster zu uns. Welch ein Monster wird in einer veröffentlichten Werbeanzeige lügen? Ja. Mhm. Ich bin mir sicher, dass die Wirkung des Trunks ewig ist, wie es dort steht. Okay. Weil sie einfach ein Schädeltrauma hat, ja. Ja, das allein das durch kaputt. Ihre, ne, was sie so von sich gibt, das deutet doch schon stark darauf hin. Ja, was denken wir denn dazu? Oh ja, Gruppendialog. Ja. Du bist ja, genau. Dran, Marius. Seht ihr, er würde glauben, dass es um Mitternacht Mittag ist, wenn er es auf einem Flugblatt lesen würde. Sagt mir bitte, dass ihr ihm Vernunft beibringen könnt. Oder vergesst die Vernunft und nehmt euer Schwert, um ihn vor seinem mörderischen Liebling zu retten. Das Problem ist, wir haben kurz vorher jetzt nicht gespeichert, John. Ja, da müssen wir durch, da müssen wir durch. Glaube ich, kann jetzt auch nicht, aber wenn die uns kaputt haut, dann haben wir ein Problem. Ach komm, die werden wir schon irgendwie schaffen. Gut, aber also, wenn man sich das so anhört, ich sag ja normalerweise, ich denke nicht großartig, wenn es um eine Lady geht, aber da mache ich eine Ausnahme, es ist eine Ork-Lady und vor allem, das wirkt meiner Meinung nach alles doch ziemlich... Aber John... Bubis. Nein, nicht in dem Fall. Die sind grün und so. Das zählt nicht. Aber guck mal, wie grob. Egal. Nein, Gary, hör auf. Sie muss ins Jenseits befördert werden. Wenn dieser Lebensdrang so unzuverlässig ist, wie er klingt, kann sie jederzeit zu ihrem brutalen Sinn kommen. Ja, das denke ich nämlich schon. Ja. Sind die jetzt einverstanden, Leute, oder nicht? Wozu sollte man dieser belagernden Stadt noch mehr Leid zufügen? Befragt sie und seht, was dabei rauskommt. Ja, das finde ich super. Wozu sollte man dieser belagerten Stadt noch mehr Leid zufügen? Befragt sie und seht, was dabei herauskommt. Ja. Einfach nur, weil es lustig ist. Das haben wir doch schon gehört, was da rauskommt. Da kommt nicht viel aus ihr raus. Ich finde das super. Okay, was haben wir denn da jetzt alles? Oh je. Nee, das nehmen wir nicht. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das ist gut. Moment. Ich wette, das kommt jetzt die Schmeichelei, komm. Das ist schon gut, oder? Ich habe einen ähnlichen Liebestrank aus Yutul Gor bestellt, wisst ihr? Da ihr ganz offensichtlich keine besondere Zuneigung für mich empfindet, können wir wohl davon ausgehen, dass die Werbung nicht hält, was sie verspricht. Das ist so geil. Wenn es auf sie abgesehen ist, müsst ihr zuerst mit ihr fertig werden. Mörder nicht gerade gut leiden, okay. Möchtet ihr nicht sehen, ob dieses Experiment gelingt? Der Liebesdruck, der wirklich funktioniert, stellt euch nur vor, was dann alles möglich wäre. Denkt an die Informationen, die diese Kreatur liefern könnte und sobald sie wieder zu sich... Ich habe zweimal argumentieren. Okay.
Okay. Mhm. ja, ich glaube nicht wirklich, dass sie in der Lage sein werden, den Schacht zu halten. Die Typen sind froh, glaube ich, wenn sie ihr Schwert gerade halten können. Soll ich das erste nehmen? Ich finde, da passt argumentieren schon gar nicht. Das ist schon fast Einschüchterung. Oder irgendwie Drohung oder sowas, oder? Vielleicht ist das nur falsch beschriftet, weil das macht nicht wirklich Sinn, dass ich zweimal argumentieren habe. Aber was nehme ich? Komisch, kann mich nicht entscheiden. Ich werde auf jeden Fall nicht schmeicheln. Nein. Ach komm, denkt an die Informationen, die diese Kreatur liefern könnte. Und sobald sie wieder zu sich kommt, werden diese bewaffneten Männer ganz bestimmt in der Lage sein, sie in Schach zu halten. Okay, da haben wir es nun. Schmeicheln gegen argumentieren. Ja. Ja, hau mal rein. Es geht wieder los, unser großes Duell hier. Ork oder nicht Ork. So, mal gucken. Okay. Ah, damn you. Ja, muss. Damn you, damn you. Hm. Wie ich es mir fast schon dachte, ne? Ja, ne? Damn! Wie er mich voll abzieht heute, Leute. Mensch. Ja, das stand schon mal so gut im letzten Part. Ich will da noch nicht. Okay. Unglaublich. Das gibt's nicht. Ja. Geh aus meinem Kopf. Wie einfach nichts läuft, ne? Das ist unglaublich. Oh Mann. Ach, crap. Ich glaube, das schaffe ich nicht, Leute. Keine Chance. Ich weiß, ich bin heute irgendwie schlecht. Eins brauchen wir noch. Och, wirklich. Okay. Ach, crap. Jawohl! Aber sowas von eindeutig überredet hier. Dammit. Schmeichel, FTB! Der Satz, ne? Ja, nein, wenn man so wie ich so... Ja, durchgesetzt einfach. Super. Ja. Nein, wir machen so, wie ich das will. Das war's. Okay. Oh, damn it, jetzt müssen wir sie töten. War ich der? Ja. Schön zu hören, dass ich nicht der einzige Vernünftige hier bin. Ich mach's selbst. Okay. Nein, sie ist harmlos. Bitte. Bye. Wow. Oh, die Arme. Okay, das war jetzt ein bisschen fies, aber... Ihr Monster, ihr hattet kein Recht. Also, was weiß ja, wir haben Erfahrung bekommen. Tja. Ja, und der Held ist jetzt sauer auf uns, aber so richtig. Aber er mag uns immer noch mit 15, das ist doch super. Ja, das reicht doch. Schade, jetzt ist die Orkin tot. Tja. Ja, wir werden nie erfahren, Leute, ich hab's verkackt. Wir werden nie erfahren, ob es die richtige Entscheidung war. Vielleicht schon. Wer weiß. Ihr wisst ja sicher. Wollen wir noch mit Moira reden? Werden bestimmt aufgeklärt. Warum nicht? Dann können wir uns ja auf den Weg in Richtung Höhle machen. Mhm. Also. Vielen Dank, dass ihr diesen Schwachkopf zur Vernunft gebracht habt. Diese Bestie hätte für uns den Tod bedeutet. Finde ich gar nicht. Ich fand sie toll. Ja, ich habe das schon rausgehört. Was wollen wir die denn nicht sehr, ja, da scheint nicht sehr viel Sinnvolles bei rauszukommen, ne? Oder? Also können wir auch eigentlich wieder gehen. Mhm. Obwohl, fragst du noch, ja? Hier, wer sie ist. Okay, erzählt mir von euch. Interessantes zu sagen. Was soll man dazu sagen? Nur ein durchschnittlicher Silesianer, der versucht, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Okay, das ist ja... Ja, diese Silesianer. Mein Gott, ist das ein Wort. Ja, ne? Gott. Ja, dann lassen wir es, oder? Dann ziehen wir wieder von dannen. Okay. Jetzt könnten wir nach dem Stab gucken. Wollen wir, oder? Wollen wir doch, oder? Ja, natürlich, klar. Stab wäre cool. Auf dann zum Strand. Wir nur hier beim Südwesttor raus. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist, aber wir können es ja mal versuchen. Probieren wir es. Hier steht übrigens schon wieder ein Marius. Okay. Beliebter Name hier anscheinend. Greetings. Halt! Diese Tore sollen ständig geschlossen bleiben, Befehl des Hauptmanns. Moment mal. Da werde ich doch zum Onkel eines roten Imps. Der Quellenjäger. Entschuldigt die schroffe Behandlung. Ah. Ich habe euch nicht gleich erkannt. Bitte sagt mir, wie ich bei der Untersuchung helfen kann. Durchlassen. Zivilisten dürfen sich also nicht außerhalb des Tores aufhalten? Seit dem Überraschungsangriff der Orks vor 2 Wochen wird hier großer Wert auf Sicherheit gelegt. Sie haben genügend Schaden angerichtet, um Ahu und Hauptmann Aureus in Alarmbereitschaft zu versetzen. Wir können nur hoffen, dass wir den Untoten und den Überraschungsangriffen der Orks so lange standhalten können, bis Verstärkung eintrifft. Wollen wir öffnen lassen? Ja, klar. Oh, lass mal gucken, was da so ist. Natürlich, aber leider können wir euch
für die Expedition nicht unsere Schwerter leihen. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben Magie. Genau, geiler, wir haben unser Zeug. Und irgendein so Bogenschützen, der nichts trifft da hinten. Wird. Oh, Blutbad hier. Guck mal, tote Orks, die wir plündern dürfen. Ist ja geil. Das ist lieb. Mit Orkhauern, okay. Ja, gut. Wir haben ein ganz schönes Gemetzel. Ach so, ich nehme dem einfach mal seine Frisur ab. Ja, wer braucht die schon, ne? Es heißt wirklich Frisur. Okay. Oh-oh. Wenn die ein Lager aufgeschlagen haben, haben wir mal ein Problem, ne? Okay, hier ist noch ein Schiffrest von den Orkis. Gibt's da noch was für uns? Sonst scheint hier aber nicht so viel zu sein. Ich schaue mich gerade mal um. Oh, nee, aber wir können uns ja noch mal ein Stück weiter vorwagen. Hier hinten waren wir ja, glaube ich, schon. Okay. Nee, aber hier ist irgendwie schon aufgedeckt. Vielleicht ist hier aber auch das Encampment. Das wäre natürlich nicht so angenehm. Oh, ich höre was. Echt? Brockner, ein Ork, der hier alleine rumsitzt, neben dem Totem. Aber wenn er einen Namen hat und er weint, dann könnte es sein, dass der vielleicht gar nicht schlimm ist. Ja, ne? Vielleicht können wir die Sache regeln. Ich würde ein ganzes Bierglas für dich vergießen, wenn ich könnte, Bruder. Okay, vielleicht sollten wir wirklich mal mit ihm reden. Ich spreche okay. Nochmal. Mhm. Aber können wir ja mal machen. Was für ein orkischer Part heute. Voll cool. Aha. Ja, du hast die Arme ja umgebracht. Wahrscheinlich hasst er uns jetzt dafür und will uns die Kehle aufschlitzen. Oh, bitte nicht. Das wäre eher böse. Dann sprich ihn doch mal an. Okay, Brockner. Yes. Weg mit euren Waffen! Weg damit! Lasst einen trauten Ork in Frieden! Armer Kerl. Ja. Er sieht aber ein bisschen Schweinchen aus. Das, ne? Ich finde das Design ja cool. Ja, was tut ihr hier? Ich will nicht kämpfen und auch keinen ausgefallenen Stein. Ich will diese Leichen nur auf traditionelle Weise begraben. Das ist das Mindeste, was ich für meinen geliebten Bruder Oki tut kann. Aber Kerl. Oh Mann. Okay, war so ein feiner Kerl. Wir wollten zusammen die Welt erkunden. Aber wir haben fast gar nichts gesehen. Und jetzt wurde er von der Allmutter zum Dienst ins Jenseits gerufen. Wie wird er denn auf die wie wird es auf die traditionelle Weise gemacht? In unserem Dorf. Oh, armer Oki, wird es nie wiedersehen. Ist es Brauch, den Krieger in seine beste Rüstung zu beerdigen, damit er sich im Jenseits verteidigen kann. Wie gut. Gruppendialog. Der Kampf ergab nicht viel Beute, doch ich habe es geschafft, den alten Oki eine gute Rüstung zusammenzustellen. Eine stolze Gabe für einen stolzen Krieger. Okay. Ich weiß schon, was er sagen wird, Leute. Das ist schon, ne? Ne? Ja, aber ein Grab mit einer vollständigen Hand verlesenen Rüstung. Das kann ja nur, ne? Also wenn er kann ja weiter trauen, ist ja kein Ding, aber. Ja, der kann uns aber auch mal eben mit seiner Hand den Kopf zerquetschen. Die ist nämlich dreimal so groß wie wir selbst. Wir machen doch nichts, wir fragen doch nur, wo es ist. Ja, und dann haut er uns mit seinem Hammer einen auf den Kopf und wir sind nur noch ein Täufchen Blut. Du bist einfach nur ein Pessimist, das ist. Natürlich, ich bin Pessimist. Außerdem ist das nicht nett. Die Toten sollte man in Ehren halten. Ach komm. Auf keinen Fall, das ist es nicht wert, diesem Ork wegen ein bisschen Blech so viel Leid zuzufügen. Ach. Finde ich wirklich. Ja, das weiß ich. Aber. Okay, das ist übertrieben. Klar, was da jetzt kommt. Ja, sorry, aber das passt einfach. Ach komm, ich wette eine neue Rüstung. Auf einmal ist er wieder ein Charakter, Leute. Ne? Jetzt geht's um Geld und Rüstung und Loot und dann ist es direkt wieder dabei. Ja, ich wette, eine neue Rüstung wird euch wahnsinnig gut stehen. Das war so klar. Das war so klar. Ja, sehr schön. Ja, das wäre nämlich wirklich das, die Verstärkung in der Nähe. Aber das mit dem Mitleid steht euch wirklich gut. Ihr seid so entzückend, wenn ihr Erbarmen mit verletzlichen Seelen habt. Das ist eigentlich auch geil. ich versuch's noch einmal mit argumentieren, Leute. Vielleicht habe ich ja wieder Pech, dann müssen wir halt den Ork
töten, ja. Wenn wir diesen Ork wütend machen, kann es gut sein, dass er uns angreift. Und wer weiß, ob er nicht Verstärkung in der Nähe hat. Denkt mal drüber nach. Nee. Gary und seine Ork-Liebe heute, das regt mich echt auf. Das ist ja, also, der arme Kerl, der trauert um seinen Bruder. Ja, natürlich, Bruder, und wir kann er wollen doch ihn ausräubern, ey. Ja, wir müssen das klären. Wir müssen das hier jetzt. Okay, oh Gott. Oh, jetzt passt auf, Leute. Es geht um eine Rüstung. Weiß ich das. Sag mal gucken. Was zur Hölle? 1 ja. zu 3 Chance, ne? Keine Chance, den Scheiß hier. Ja. Mann. Schon wieder! So ein Dreck! Unglaublich. Ja, ich weiß auch nicht. Na, immerhin. Ja, okay. Unglaublich hier das. Hammerhart. Ha! Ja, okay. Ha! Immerhin ein Ehrenpunkt, Leute. So, wollen wir nochmal gucken. Jetzt ist nochmal spannend hier. Shit, jetzt ist nochmal spannend. Oh, jetzt dürfen wir nichts falsch machen. Damn it! Damn you to hell! Jetzt geht's um die Wurst. Oh, komm, meine Fresse. Damn! Yeah! Ich bin wieder verkackt. Ich hab heute echt kein Glück. Die Rüstung ist mein! Also bald. Wir machen so wie ich will. Bäm! Von der Trotzkopf. Anti-Ork-Verhalten hier. Irgendwann schubse ich den von der Klippe, Leute. Wie geil. Ja. Ihr wollt wissen, wo sich Uckis Grab befindet? Was wollt ihr damit anfangen, Weichknochen? Wenn ihr mich weiter damit belästigt, muss ich meine Freunde vom anderen Ende des Strands rufen, damit sie sich um euch kümmern. Mhm. John? Ja. Also können wir das jetzt wahrscheinlich ausbuddeln. Und jetzt, ja. Aber hier hinten. Oh nein, er dreht sich um. Was habe ich denn da gefunden? Meine Truhe. Oh! Oh, hinter ihm ist das Grab. Ja. Der wird uns auf jeden Fall richtig einen in die Schnauze hauen und dann wahrscheinlich auch noch die Leute vom Strand rufen, vom anderen Ende. Egal. Ist das hier das andere Ende, ist die Frage. Wahrscheinlich ja, wenn ich das speichert. Scheiße, wo ist denn der versteckte Strand? Ja, hier sind Ork-Spuren, da will ich nicht hingehen. Wow, da ist eine Mine. Puh, fast draufgerannt. Ah, da ist noch eine Mine. Da ist noch eine. Hier ist alles vermint, ich hau ab. Noch eine Falle. Schön. Scheibenkleister. Ich muss die mal einzeln bewegen. Okay. So. Ach komm, wir gehen jetzt mal. Da passiert bestimmt. Wir holen das Grab und rennen schnell weg. John? Komm, wir haben, ne, also ich habe die Diskussion gewonnen. Ich habe ein Recht darauf, da halt zu buddeln. Dann kannst du auch alleine kämpfen. Och Mann. Vielleicht ist es echt eine super Rüstung. Vielleicht dürfen wir ja nur gucken. Wir müssen es ja nicht gleich. Ich kann nicht mehr ins Wasser treten gerade. Ja. Ich muss da jetzt reingucken. Es geht nicht anders. Okay. Ja. Oh, that's going to hurt so much. Und du gräbst noch ein bisschen. Okay. Ist alles cool, das schaffen wir noch. Der hat dich gerade verkrüppelt, John. Das ist nicht so schlimm, oder? Haltet Steuern gedrückt und fahrt mit der Maus über euer Ziel, um mehr über seine Eigenschaften zu erfahren. Mhm. Ja. Ach so, ja, gut, klar. Oh, kennt man ja. Also er hat 254 LP, John. Schaff mal. Mach mal einen Wasserpfeil, bitte. Wasserpfeil. Oh, ja, doch, wäre gut, ich habe auch einen Blitz. Okay, warte mal. Wasserpfeil ist anscheinend der einzige Pfeil, den ich nicht in meine Shortcuts gelegt habe. Moment. Großartig. Ja. Oh, Leute. Wetten, wir werden sterben. Ja, der Typ ist übrigens Stufe 6, John. Ah, ja, aber... Stufe 6. Die Rüstung bestimmt auch. Ne? Nicht? Stufe 6. Und der Ork, der da liegt, ist auf gar keinen Fall sein Bruder. Guck mal, wie klein der ist. Ja, es war der kleine Bruder. Mein Gott. Oh. Okay, Wasserpfeil kommt. Bams. So. Pfeil wieder gewonnen. Ich finde das sehr schlimm, dass ich... noch was das nicht regeln konnte. Du musst deine Runde beenden. Okay, die Angriffshaltung und Ende. Okay. Kam nicht hin. Ich glaube, Rechtsklick war es. Ja. Scheiße, wie kann ich hin? Ach, okay. Nein, wie kann ich hin? Achso, doch, okay. Wenn ich einen Aktionspunkt opfere, kann ich immer noch den Pfeil machen. Dummerweise stehst du in der Wasserpfütze, John. Ja, das ist natürlich blöd.
Das ist tödlich für dich. Aber hey, ich versuch's trotzdem. Ja, ich hab's verdient, ne? Ja, ja, irgendwie schon. Schafft das schon. Nee, er ist nur gelähmt. Hast du Glück gehabt. Ja, super. Er wird uns das nächste Mal zumindest nicht direkt einen auf die Schnauze hauen. Okay, okay. So, dann werde ich ihn jetzt noch wegteleportieren. Ja, einfach weil meine besser. Magierin das auch kann. Mhm, das ist gut. Wo ist er hin? John? Er ist, wo ist er denn? Ich habe ihn zu dem Blutfleck da teleportiert, ein bisschen rechts von uns. Warum sehen wir ihn nicht, ist die Frage. Sind wir so an der Hügelkuppe oder so? Ey, egal. Rauben wir den Bruder aus dem Hauen ab. Das kannst du vergessen, das schaffen wir nicht. Nicht? Du kannst nicht räubern, wenn du im Kampf bist. Ich nicht? Mm-mm. Übrigens, der Part vorbei. Wollen wir das im nächsten weitermachen? Ja, mach mal einen Cliffhanger. Ich habe übrigens... Du hast ein Holzschild vom toten Ork geklaut, ja, im Sack. Es geht also doch. Mir geht's gut. Leute, ich bin zufrieden und ich gebe ab an Garys Part. Freut euch drauf, wie wir aus der Misere noch mal rauskommen. Wobei, es eigentlich hat's was von Rüstung geheißen, ne? Aber, ja, gucken wir mal. Ich hoffe, der tötet uns. Nein! Dass ich laden darf. Nein! Wir schaffen das. Doch. Denn ich habe nicht vorher gespeichert, also bevor wir den Kampf begonnen haben. Ja, in dem Sinne, freut euch drauf auf das Gemetzel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao.